Ich grüße euch, meine Engelbengelinchen. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Eine weitere Wochenvorschau, 9. Dezember. Wir gucken, was der 9. Dezember für die kommenden Tage denn für uns bereithält. Welche Magie und welche Wunder und so weiter und so fort. Ja, wen wundert's? Mal wieder grau. Das sieht aus wie so ein dreischichtigen, also Torte als Nebel. Ich habe dunkle Flecken, ich habe wieder helle Flecken drin, ich habe kalte Flecken drin, ich habe warme Flecken drin. Aufpassen. Man wirft euch wie Stinkbomben hin. Nochmal, wir sind immer noch auf dieser Welt verankert. Und wir werden auch noch eine Weile auf dieser Welt verankert sein. Und wir müssen uns eben damit arrangieren. Diese Stinkbomben sind so wie diese verschiedenfarbigen Rauchfetzen, die wir haben. Ihr müsst aufpassen, in welche ihr reingeht. Die für euch unangenehm sind, wo ihr euch richtig ekelt, wo sich alles in euch zusammenzieht. Weil die so schrecklich sind, weil die so kalt sind, weil die so unangenehm sind, weil die so nass sind, wet kommt, also nass, schlüpfrig, eklig, schleimig und schmierig. Das sind aber genau diese Fetzen der Energie, die wir in der nächsten Woche brauchen. Ihr wisst ganz genau, das Leben ist kein Ponyhof, man sitzt in der Schule, man lernt auch die Dinge, die man nicht haben will. Ja. Wozu muss ich den Dreisatz lernen? Wozu muss ich den Algorithmus wissen? Wozu muss ich Pi wissen? Wozu muss ich S wissen? Q, R und V und Z und bla bla bla. Verstanden. Auch hier, in dieser Schule des Lebens, in diesem Aufstiegsseminar, in dem wir uns alle jetzt, die sich angesprochen fühlen, befinden, da gibt es auch Informationen in der Klasse, die uns nicht so toll gefallen, aber die nun mal in den Eintopf des großen und ganzen Universums mit rein müssen. Verstanden? Und weil die Dunkelwelt ja so toll ist und so liebevoll und so hingebungsvoll für uns, hat sie dann diese anderen Flecken, wo man denkt, oh, das ist so lecker. Wenn ich die aufnehme, mein Herz geht auf, mein Körper fühlt sich wohl, das schmeckt, das fühlt sich gut an, das ist voll meins. Ja, das ist so wie, naja, ich habe keine Lust, Obst und Gemüse zu essen, weil das ist doof. Ich esse lieber Pizza, Pommes und Mayo. Das gefällt mir viel mehr, weil das schmeckt. Das Glutamat beim chinesischen Essen ist ja nicht schlimm. Das schmeckt mir eben und mein Körper, der kann ja alles umsetzen. Der kann ja mit allem umgehen. Solange bis du dann unter der Erde liegst, weil dein Körper aufgegeben hat und nicht kann. Ja. Und so ist es eben auch wieder. Weil ehrlich, was du da draußen kriegst, das ist scheiße. Ehrlich, mit diesem ganzen Giftgedöns. Heute segnete, dass die hier draußen, überall wo Wasser ist, sprühen die Gift in das Wasser. Um ja auch die ganzen Mückenlarven und Co. zu töten. Oh mein Gott. Ja, wir wollen ja Ruhe haben. Klar wollen wir Ruhe haben. Und klar ist eine Mücke im Zimmer, was ganz Furchtbare. Da kannst du durchdrehen, wenn du nicht pennen kannst. Weil das Ding, das stört deinen Schlaf ohne Ende. Aber ist doch ja, ist doch viel einfacher, ist doch viel ruhiger, ist doch viel entspannter. Und das machen sie eben auch auf der energetischen Art. Guck mal, wenn du das jetzt nimmst, dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich besser, als wenn du dieses schleimige, eklige und bla 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 zu dir nimmst in dieser Woche. Und ihr wisst ganz genau, der Körper ist süchtig. Nach diesem ganzen Pizza, Pommes und Mayo-Gedöns richtig gehen süchtig. Ich muss jetzt wieder meine Lasagne essen. Ich muss den Käse essen. Ich muss die Pizza essen. Ich muss jetzt mal wieder zu MC Doof gehen. Weil ich habe so einen Hunger da drauf. Und wenn ich das jetzt nicht kriege, dann bringe ich ihn um. Und so ist es mit dieser Energie.
Die versuchen wirklich alle Register jetzt gerade zu ziehen. Die Registerschränke, also die Fächer sind alle offen. Und die holen raus und werfen rein. Wie kriegen wir euch wieder dazu, in die Abhängigkeit zu kommen? Ey, für Vater müsst ihr etwas tun. Da müsst ihr die Arschbacken zusammenklemmen und dann müsst ihr dafür ackern, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, in die Boderinenhaftigkeit. Bei dem Herrn mit dem Hörnern. Oh ja, gib mir deine Seele, gib mir dieses, gib mir jenes. Dafür kriegst du das. Und dann ist er abhängig, ne? Hast du gut gemacht, kannst dich stolz drauf fühlen, das jetzt gewählt zu haben. Aber die Eier zu haben, zu sagen, okay, geh jetzt die Richtung, wo wir auf allen Vieren den Mount Everest nackig hochklettern müssen und das unser ganzes Leben, um dann oben endlich unser Nirvana zu bekommen. Also, das ist für mich dann zutreffender. Man will euch in die Abhängigkeit bringen, die Woche mit diesen Energien. Ach, nur ganz kurz da mal reingehen, nur ganz kurz daran denken. Versteht ihr? Und das andere, das, das ist nicht so gut, nehmt es mit. Das ist das Hochkraxeln jetzt auf den Berg, auf dem Mount Everest. Und dann kriegen wir mal wieder auch Tage, wo wir uns dann ausruhen können auf einer Plattform dann auf diesem Mount Everest. Okay, ihr Lieben? Sucht, Sucht, Sucht liegt da ganz enorm. Die Sucht regelt unser Leben. Denkt dran, wenn einer nach Alkohol süchtig ist oder nach Zigaretten. Wie ihr sagt, Pizza, Pommes, Mayo, Käse, Salz. Das sind alles Süchte, die von der Dunkelwelt initiiert wurden, um uns plemp zu halten, um uns abzulenken, um uns unter Kontrolle zu halten. Und in dieser Woche geht es darum, dass das Geistige, das Licht, nochmal uns testet. Na, halten wir Ihnen jetzt die Pizza Pommes Mayo Platte hin, greifen Sie zu oder nicht? Okay, es ist einfach nur in dieser Woche ein Test. Und das ist in die ersten 3 Tage richtig heftig. Und im Grunde genommen habt ihr schon am zweiten Tag, die auf meiner Schwingungsfrequenz sind, habt ihr schon am zweiten Tag, lasst mich in Ruhe damit, das interessiert mich nicht. Ich bin nicht mehr süchtig nach diesen Energien und nach diesen Abhängigkeiten, die du mir da kredenzt. Ich nehme das mit, was ich mitnehmen muss. Und das macht mich stärker und das lässt mich mehr ich sein. Also relativ schnell. Den dritten Tag macht ihr dann in Anführungsstrichen auf der rechten Arschbacke. Und dann vierte, fünfte und sechste Tag ist es dann so wie, man ist so wie im göttlichen Valium gefangen. Man ist so im High drinne, so voll mit einer riesen fetten Spritze an B12 und ist einfach nur glücklich und sitzt da und grinst den ganzen Tag und singt und ist in seiner Welt und sieht bunte Lichtchen und bunte Energien. Das ist dann praktisch euer Geschenk von der geistigen Welt, weil ihr in 0, nichts euren Mount Everest hochgekraxelt seid zu dieser Plattform und dann bekommt ihr das, wo ihr sagt, ja, dafür hat sich's gelohnt. Und die, die das die letzte Sehung verstanden haben, die verstehen auch dieses, ja, dafür hat sich's gelohnt. Weil alles ganz ehrlich, Leute, was wir durchgemacht haben, um hier zu sein, als die Buderine, Buderichs, die wir sind. Ehrlich, ich gucke mir das an und das interessiert nicht mehr, das, was da im Hintergrund war. Was man erfahren hat, wie man seelisch, körperlich, bestialisch vergewaltigt wurde, 24-7 sein ganzes Leben, das interessiert nicht. Das hier und jetzt, das Sein interessiert nur noch. Und dieses zu genießen und zu wissen, versteht ihr diese 3 Tage mit diesem göttlichen Valium, verdammte Scheiße. Das zu genießen, ohne dass wir. Nee, mit dem Hintergrund, dass wir wissen, weil wir es jetzt genießen, heißt das nicht, dass wir danach dann den Kater haben, im Entzug sind oder sonst irgendwas. Versteht ihr? Wir können das genießen, ohne dass wir Gefahr laufen, uns zu verlieren,
Oder danach eben diesen Gegenpol zu erfahren, dass man sich denn dann schlecht fühlt. Man darf einfach nur zulassen und sich damit auffüllen. Und es öffnet nochmal Räume in diesen 3 Tagen, auf die ihr aber nur die 3 Tage Zugriff habt. Also wenn ihr da reingeht und sagt, ey, da hinten den roten Kristall und da den blauen und da hinten den grünen, der sieht wunderschön aus, dann geht mit eurem Kaka dahin, packt euch die Kristalle, packt sie in euer Feld und dann geht ihr wieder aus diesen Räumen raus. Ihr könnt da nicht drinne bleiben. Das ist wie so eine Zeitschaltuhr. So, du hast jetzt 300 € und du hast jetzt 20 Sekunden und kannst jetzt hier einkaufen. Das heißt, ihr müsst diese 20 Sekunden zu 100% nutzen und diese Räume reingehen, alles einpacken, nicht verweilen bei diesem Schitscherin-Grünen da hinten, weil der ist für dieses Leben und für eure Aufgabe überhaupt nicht mehr relevant, sondern schnappen, verpacken in euch und wieder rausgehen. Und dann so kurz durchatmen, ah, da hinten, gleich geht die Tür auf, 3, 2, 1, Tür geht auf, rennst du da rein und holst dir da dann wieder das, was du brauchst. Je besser du da drinne bist, dich nicht abzulenken zu lassen von den ganzen bunten Bonbons in euren Zimmern, umso mehr Input kannst du dir holen, die du brauchst für die neue Erde. Und wer denn meint, jetzt eben sich davon abzulenken oder davon, hey, dann ist es eben auch so, macht euch dafür nicht fertig. Denn dorthin zu kommen, wo ihr dann seid, diese 3 Tage, das hat Eier gebraucht, das hat Zeit gekostet, das hat Blut, Wasser und Schweiß gekostet. Versteht ihr? Also macht's Beste daraus, was immer für jeden Einzelnen von euch das Beste ist. So, das war jetzt wieder das Neueste. Ich knuddel euch, ich buddel euch. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr süßen Engelbengelinchens.